Ja, zum Programmieren kommen bin ich eigentlich im Gymnasium in der Unterstufe. Da hat es einen Kurs gegeben, wo ich mit Basic begonnen habe zu programmieren. Und mich hat das damals immer schon interessiert, also Computerspiele gespielt, und da wollte ich halt wissen, hey, wie macht man das? Und damals war das das Einzige, was gegeben hat oder was ich gekannt habe, habe halt das ein bisschen Basic gemacht. Später dann C, C++, man muss dazu sagen, da hat es Google ja noch nicht gegeben. Und ja, das, was bei mir ein bisschen anders ist wie bei den meisten, ist, für mich war immer klar, dass ich Entwickler werden will. Bin dann an die HTL gegangen und dann nachher weiter am Technikum, habe dort das Masterstudium Software Engineering gemacht. Danach ein bisschen herumgejobbt und dann bin ich zur Rubicon gekommen und mittlerweile 13 Jahre dort. Ja, wenn man so lange schon bei einem Team und in einem Produkt arbeitet, dann ist man eigentlich an allen Stufen des Entwicklungsprozesses beteiligt. Das heißt, ich rede ganz vorne bis hin mit den Kunden manchmal, wie die Dinge funktionieren sollen. Dann wird gemeinsam im Team, werden die einzelnen Features konzipiert, und dann geht es irgendwann dann an die Umsetzung. Und hin und wieder helfen wir auch im Testen natürlich aus. Das gehört für mich eigentlich dazu. Wenn man Software baut, dann muss sie getestet werden und möchte ja wissen, ob das Ganze auch funktioniert und passt. Ich glaube, Entwickler wird man nicht unbedingt, sondern ist man zu einem Teil, und es fehlt dann eigentlich nur die richtige Ausbildung dazu. Also mich hat es immer interessiert, wie die Dinge funktionieren beim PC, wie Software funktioniert, und ich wollte es immer schon selber machen. Und ich glaube, wenn man das hat, dann wird man immer anfangen, Dinge irgendwo einfach auszuprobieren, sich Dinge versuchen anzueignen, und ja, da wird man dann auch entsprechende Ausbildung, sage ich jetzt mal, einschlagen. Also das halte ich für einen sehr wichtigen Punkt. Also rein nur Selbststudium ist wichtig und gut, aber halt auch nicht alles. Also eine professionelle Ausbildung, Software Engineering, ist schon sehr wichtig. Was bei der Rubicon ganz stark gelebt wird und was für mich auch sehr viel ausgemacht hat, war, dass man einfach gemeinsam an Dingen arbeitet. Und das ist völlig normal, dass Leute gemeinsam an einem PC sitzen, und dadurch lernt man viel von einem anderen, auch von Juniors, die jetzt hin und wieder einen frischen Wind jetzt quasi ins Team bringen, und neue Dinge jetzt aus dem Studium zum Beispiel herzeigen. Und da ist es einfach wichtig, dass man für andere Leute und neue Dinge auch offen ist und einfach Dinge ausprobiert auch. Sei das in der Freizeit oder auch an neuen Features, an neuen Produkten, dass man einfach Dinge ein bisschen ausprobiert. Und wenn man da einfach das Interesse hat und da am Ball bleibt, dann geht das eigentlich wie von selbst.